Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir diese Eistüren hier betreten. Und zwar in der Hoffnung, dass wir irgendwie Celsius treffen. Warum auch immer. Ich dachte eigentlich, wir müssen Sylph suchen, aber naja. Ich kann diesen See hier nicht einführen mit meinen wunderbaren, echt hammer klingenden Eisstrahlen. Und wir brauchen eine Celsius-Träne, um hier alles einzufrieren. Und die bekommen wir. Ja, in Flanor, wenn wir Pinguinhandschuhe bekommen. Ja, und die habe ich noch irgendwie einen Kopf über hier bekommen. Ich glaube, da müssen wir Pinguine killen, ne? Ja, okay. Also ich habe Dingens. Pinguinfedern bekommen. Deswegen, ja, werde ich mal vielleicht noch ein paar von den Viechern killen und dann kriegen wir vielleicht Pinguinhandschuhe, ne? Ja. Hat er, glaube ich, gesagt, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls. Dafür müssen wir erstmal Pinguine killen. Und ja, ich habe irgendwie. Lass mich mal kurz was ausprobieren. Ich habe nicht gesehen, dass Zellos hier Sonic Thrust 49 mal benutzt hat. Deswegen. Versuchen wir mal. Hurricane Thrust. Okay. Das zählt als das 50. Mal. Okay, also doch 50 Mal. Double Demon Fang. Okay. Komm mal her. Das will ich jetzt wissen. Aua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und Double Demon Fang. Ha! Das liegt mit der Benutzung irgendwie zusammen. War irgendwie noch 50. Wieso war 50 mal egal? Hellfire und so was alles. Es liegt mit der Benutzung zusammen. Ich hab's gewusst. Na gut. Dann beschleunige ich das alles mal ein bisschen. Indem ich ein bisschen hier in der Benutzung rumkurbel. Da mal wieder ein Pinguinfeder. So. Du hast eine Menge Attacken, die ich noch nicht freigeschaltet habe mit dir, deswegen machst du halt jetzt auch noch ein bisschen. Und zwar fängst du damit an, den verdammten Fireball ein paar Mal einzusetzen. Klingt nach einem Plan, das klingt nach einem Plan, ja. Ich finde den Plan auch sehr schön. Aber es muss 50 Mal eingesetzt werden, ich wusste es. Jetzt habe ich wenigstens einen Trick, wie ich hier Dinger lerne. Die Frage ist jetzt aber, wenn ich jetzt den Typ wechseln, also S und T Typ. Da muss ja, dann lerne ich ja, also verlerne ich ja einige Sachen wieder. Wenn ich dann wieder zurückwechsel, würde das dann bedeuten, dass ich die ganzen Attacken auch dann automatisch wieder bekommen will. Weil ich habe ja die Benutzungsraten dann. Deswegen. Die eigentlich dann wieder lernen, wenn ich den Dingens. Boah. Wenn ich den Typ wieder wechsle, also zurückwechsle. Ich nutze einfach alle Angriffe so oft wie möglich, bis ich alle Sachen da gelernt habe. Und nichts blau ist. Das klingt nach dem Plan, ne? Eierbrot! Danach müsst ihr auch Eruption oder Hellfire und irgendwie so lernen, auf jeden Fall. Ich brauche unbedingt zwei Angriffsmagier. Irgendwie kann kein anderer irgendwie Magie einsetzen. Also tut mir ein bisschen leid für Zellos. Ich bin auch mehr so zum gemixten Kämpfer gemacht. Oh mein Gott, folgt mir ja nicht. Ich gehe sowieso, ey. Ich gehe sowieso gleich wieder raus. Kann ich mit Wayne heilen und so. 46, sehr schön. Muss ja ein bisschen produktiver sein hier. Er ist auch hier nochmal kaputt. Ich treffe den mit meinen scheiß Dingern nicht. Okay, ich habe keine Pinguinfeder bekommen. Macht ja auch Sinn. Da unten watschelt schon wieder einer. Erfahrungsgewinn Level 2 und das sieht ein bisschen verdächtig aus. Das ist also Celsius Träne? Sie ist durchscheinend und richtig schön. Aber wenn man sie mit bloßer Haut berührt, verbrennt man sich.
Komm Leute, wir besorgen uns Pinguinhandschuhe. Berühren. Bah. Berühren. Nein, geh weg, du Ente. Na. Na. So, da unten den Pinguin machen wir noch fertig. Ne, hier taucht auch einer auf, ne? Ich weiß ja nicht, wie viel ich brauche. Da brauche ich irgendwie 10, 20, 100. Deswegen möchte ich mal genug haben. Spruch gelernt. Eruption. Katsching. Jetzt habe ich viel Destruction nicht gesehen, mein Gott. So, dann weiß ich nicht. Was haben wir denn noch nicht 50 Mal eingesetzt? Windblade. Ja, funktioniert, also. Hurricane Frost, Demon und so weiter. Er bekommt ja richtig geile Attacken auf einmal. So, Windblade. Spammen war ein bisschen. Kommt ja auch selten vor, dass ich einen Magier steuere. Also gar nicht. Also Rowan aus Sicilia habe ich gerne gespielt. Wegen seinen Magie-Tuning, sag ich mal. Oh, naja. Du weißt nur, was er auch der Heiler ist. Pinguin finden sehr schön. Maximal KP erhöht. Wie viel hat er denn jetzt? 2900. Okay, Leute ist 4 Level weiter und hat gerade mal so viel AP. Das ist ein bisschen witzig. Oh, ich werde bald in reingekracht. Komm her, ich krieg dich. Ich krieg dich. Wie das aussieht. Winterblade. Ach, von mir. Angel Feather. Verdammt. Und spammen. Ich spamme meine Zauber auf euch und mir ist das egal. Ich bin Kacksänger. Und ich tue einen Panther auf. Mein Gott. Ja, schon. Sieht so behämmert aus. Also gut. Oh, da ist noch einer. Warum denn nicht? Ihr habt ja Zeit. Von beiden Seiten irgendwie, also ist jetzt so ein Pinguin, so ein Kraftschuh. Ich sehe irgendwie nur, wie Presser dann eine total Zerstörung ausübt. Wenn jetzt erst irgendwie aus, dass so Windbelt gar nicht so klassisch aussieht. Oh, ich habe keine TP. Hm, warum kommt denn da nichts? 24 Mal. Komm mal, er. Fähigkeit halten. Oh, das ist eine Dingensattacke. Okay, sehr schön. Ja, dann mal ab nach Flanoir. Mal zu Fuß schaffen, oder? Wenn jemand angedüst kommt. Oh, okay. So geht's natürlich auch. Geht toll. Jetzt weiß ich, welche Angriffe ich spammen muss, damit ich neue bekomme. Das war sehr gut. Alles klar, dann gehen wir erstmal irgendwo, weiß ich nicht, ins Gasthaus und ruhen uns aus. Im Gasthaus. Uns ausruhen. Yeah! Und der alte Mann, der war irgendwie im Itemshop, wenn ich mich irre. Ja, das heißt irgendwie, ich brauche wirklich so 10 Pinguinfedern. Ich habe, glaube ich, nur 4 oder 5, ne? Jeder Charakter muss welche tragen, auch wenn nur einer damit rumläuft. Braucht ja eigentlich nur ein paar, ne? Wenn man nach der Logik geht. Fuck, ist das Spiel auch so logisch. Ja.
Nee, da war der Dingens hier, der Arzt. Professor Dr. Lee. Pinguinerschuhe. Oh, ihr habt 3 Pinguinfedern. Ich mache euch ein paar Pinguinerschuhe. Gib mir die Federn. Jo. Oh, das ist mein erster Auftrag seit langem. Nur 1 Minute. Warum ein Hammer? Fertig, ein paar Pinguinhandschuhe. Bitte nehmt sie. Der hat mit einem Hammer irgendwie drauf gekloppt. Ist halt Ausrüstung. Der hat mit einem Hammer drauf gekloppt. Und zum. Weiß nicht. Wieso hat der mit. Das sind Federn. Warum hat der mit einem Hammer drauf gekloppt? Zum Teufel. Oh, my mind is blown. So. Wieder zurück. Ja. Also ausrüstungsmäßig sind die, glaube ich, nicht so stark, ne? Aber naja. Was soll's? Frage ist jetzt, ob ich jetzt auch den Charakter, der die anhat, die Pinguin-Dinger geben muss. Naja. Werden wir sehen. Geh weg. Spamming time. Oh, du willst Dingens einsetzen. Weiß ich nicht. Judgment? Holy Song. Wie sie halt ausspricht, finde ich echt gut. Spam. Spam. Oh, immer noch Wind. Dann guckst du weg und dann immer noch Wind. Dann denkst du, ich wäre tot und dann kommt immer noch Wind. Und denkst du, gehst irgendwo hin. Dann sagst du, das ist nur der Wind. Dann sage ich, jetzt kommt der Wind. Was? Egal. Und irgendwann guckst du nach oben. Da kommt Feuer. Füllt mit Wind. Ja, das war auch mein Wind. Eistornado, auch wenn er von euch kam. Alles klar. Finde ich immer wieder gut, wenn ich irgendwie so Sachen herausfinde in dem Spiel. Also irgendwas hat das schon, dass das Spiel eigentlich alles erklärt, dass man auf einige Sachen so richtig alleine kommen muss. Wir sind da viel zu verwöhnt in der heutigen Zeit. So, darf ich das so berühren? Nein, dann kommt das schon wieder. Oh, hoppsala. Verdammt. Na gut. Stehst da echt beschissen, weißt du was eigentlich? Wo sind wir jetzt? Bei 35, das ist doch verdammt. Au. Sehr schön. Neue Sachen werden gelernt in Windeseile. Finde ich schön. So, es kommt wieder das, was ich nicht kann. Lecco mio. Verdammt. Mein Gott. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ich kann mir noch nicht jede Kombination irgendwie merken, die ich schon mal ausprobiert habe. Ich würde einfach random hier. Habe ich in Windeseile irgendwie weiß, welcher Charakter wo was hatte, ey. Keine Ahnung. Notiere mir ja schon jede Uniso-Attacke, die ich mal geschafft habe. Meine Liste bezieht sich auf 2. Eine Zahl. Weiß meist Zellos irgendwie dabei. Ist ein bisschen traurig. Aber egal. Ich lerne ja noch. Wir sind ja nur 35 Stunden im Spiel drinne.
Ich muss das Spiel ja nur lernen. So, sag mir nicht, dass schon wieder alles hier weg. Oh, doch. Ich verstehe aber immer noch nicht, was das eine hier bringen soll. Wenn ich damit komplett dahin gelaufen bin und auf einmal so ein Fragezeichen kam. Hm, hier muss ich das also machen. Aha. Ich habe keine Ahnung, von was sie geredet hat. So. Sack. Was ist das denn? Da zieht das da eine Statue hatte in Planor. Oh mein Gott. Dun, 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 dun. Wo dich? Ich kann nicht zaubern, wenn du in der Nähe bist. Ich kann nicht, wenn man mir dabei zuguckt. Verschwinde. Spruch gelernt. Air Frost. Sehr schön. Wow, was kommt als nächstes? Storm Blast. Sehr schön. Ich lerne allen möglichen Scheiß mit Zeros. Alles klar. Maximal KP, sehr schön. Kann ich mal nur so um 1 oder so. Ach nee, ich kann einfach hier drücken. Okay, jetzt können wir zur anderen Seite. Haha. Haha. Oh nein. Das ist jetzt echt wie Pokémon. So, nein, daneben. Nein. Ja, warte. Ich habe alle möglichen Rätsel im Pokémon so geschafft. Da werde ich hier bestimmt nicht aufgeben. So, ich muss irgendwie da zu den Dingen. Ja. Nö. Ne? Aber das sieht gut aus. Muss irgendwie da zu den Dingen. Warte mal nicht, oder? Nein. Was nicht? Hier hin. Dann hier hin. Falsch. Hier hin. Auch falsch. Keine Ahnung. Hier. Nein. Fuck. Na komm. Aha, warte. Aha. Nö. Immer noch nicht. Ja. Nein. Nee, so war es falsch. Das kann noch ein bisschen dauern, ja. Nein. Bin ich im Kreis. Aber wenn ich halt ganze Gebiete im Blick hätte, ne, dann wäre das kein Problem. Aber das ist ja gerade die Schwierigkeit. Ma! Was ist das denn? Lass mich jetzt da rein. Ich habe noch nicht mal eins von diesen Dingern hier erwischt bis jetzt. Ja, jetzt lass mich mal irgendwie irgendwas hier machen. Ich hab von. Ja, ich kann auch von hier. Hallo. Ja, super. So. Also irgendwie auf die linke Seite von dem Ding kommen. Also von dem, was links von mir ist. Das muss dahin. Das muss dahin. Also irgendwie, ich muss irgendwie hierhin so reinkommen. Dann habe ich das schon.
Komme ich aber nicht. Ich mache hier so. Komme ich so nicht irgendwie? Nö. Ma. Zerpämmert. Das gibt's da nicht. Okay, ja. Dann weiß ich nicht. Dann würde ich sagen, wir lösen dieses Rätsel in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.